Also irgendwie habe ich gar kein Zeitgefühl mehr. Es waren nur 28 Minuten. Aber okay. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 3. So, wir waren im Dunkeln und da machen wir jetzt auch weiter. Da vorne ist es dunkel. Sichtverbesserung. Ja. Bestätigt. Ich habe die Sicht. Ich messe Strahlung. Geht langsam. Sie könnte eure Optik und Kernsysteme stören. Ja, ich sehe es. Hilf mir mal hoch. Vielleicht bekomme ich ja die Tür geöffnet. Okay. Ja? Und? Also. Ich habe ein ganz ungutes. Du hast die Tür aufgekriegt, Hendrix. Ah, ich habe sie nicht geöffnet. Okay, das ist ein ganz ungutes Gefühl, was ich habe. Ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Hier drin sind noch mehr Testsubjekte. Oh. Sie sind im Wasser! Himmel, Arsch und Donnerkeil. Okay, Hendrix. Ah, ich habe sie nicht geöffnet. Hier drin sind noch mehr Testsubjekte. Ja, ich habe. Sie sind im Wasser! Ach so. Deswegen kam ich nicht mehr raus. Ein Fenchen. Lass mich nicht. Heilige Makrele. Die sind aber ganz schön fies drauf. Bleib unten. Ach. Scheiße. Ich komme gerade hoch. Hilfe! Puh. Ich muss erstmal gucken, ob ich hier irgendwas finde. Nein, hier ist nichts. Und hier ist auch. Kane, Optik ist wieder online. Verstanden. Messe direkt voraus eine starke Stromschwankung. Warum ist hier auf? Okay. Eine Menge Roboter hier, Kane. Ruhig. Lass dir Zeit. Kane, ich wurde von den anderen getrennt. Vor mir scheint der Serverraum zu liegen. Ich wusste. Raus da! Direkt vor dir ist ein Ausgang! Autsch! Der war mies. Kane, Optik ist wieder online. Verstanden. Messe direkt voraus eine starke Stromschwankung. Okay, ich laufe jetzt einfach durch. Eine Menge Roboter hier, Kane. Ruhig. Lass dir Zeit. Kane, ich wurde von den anderen getrennt. Vor mir scheint der Server umzulegen. Und laufe. Raus da! Direkt vor dir ist ein Ausgang! Ich bin da. Das sieht hier immer mehr nach Waffenforschung aus. Nicht nach Biotech-Labor. Scheiße. Die Chemikalien, die bei dem Desaster freigesetzt wurden. Ah, wenn das noch jemand eine Vertuschung... Mehr?
zurückzukehren. Lauf weg. Kane, Diaz meldet sich über einen sicheren Kanal. Till hat recht. Wir müssen der Welt die Wahrheit zeigen. Oh nein, er ist mit den Servern verbunden. Sende ihn Edith als Leiter für jede Info, die hier unten gespeichert ist. Er hat die Roboter gesteuert, ihr Schwarmbewusstsein kontrolliert. Er wird sein Gehirn überladen. Hör mir zu, wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen es stilllegen. Er überträgt gerade alles von diesen Servern direkt an unsere Feinde. Wir müssen diese Situation eindämmen. Okay. Diaz, hör auf damit. Was immer mit dir und den anderen geschehen ist, du musst aufhören. Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben. Ach, Scheiße. Du kannst Diaz nur vom Server treffen, indem du den Kern über ihn zerstörst. Kane, ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Greif für mich auf die Primärsysteme zu, wenn wir eine Live-Verbindung über dein DNA... Scheiße. Diaz, hör auf damit. Was immer mit dir und den anderen geschehen ist, du musst aufhören. Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben. Ja, das funktioniert. Du kannst Diaz nur vom Server trennen, indem du den Kern über ihm zerstörst. Kane, ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Greif für mich auf die Primärsysteme zu. Wenn wir eine Live-Verbindung über dein DNI herstellen... Nein! Ich wollte mich gerade in Deckung begeben, verdammt. Diaz, hör auf damit! Was immer mit dir und den anderen geschehen ist, du musst aufhören! Okay. Also. Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben. Du kannst Diaz nur vom Server trennen, indem du den Kern über ihm zerstörst. Kane, ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Für mich auf die Primärsysteme zu. Wenn wir eine Live-Verbindung über den DNI herstellen, kann ich die Schwäche des Kerns finden. Du bist der Boss, Lady. Ich hab's. Schießt auf die Kühlstäbe in den Türmen um Diaz. Dadurch wird der entsprechende Zugriffspunkt des Kerns freigelegt. Sobald er offen ist, müsst ihr darauf gelangen und eine Granate reinwerfen. Kühlturm 1 freigelegt. Achten Sie nur auf den Klang meiner Stimme. Feuer konzentrieren! Entspannen Sie sich! Lassen Sie die Gedanken treiben. Ach, was die schlechten Erfahrungen los? Finden Sie Frieden. Deaktiviere den Turm, um den Kern freizulegen. Himmelarsch! Jetzt kommt mit der Panzerfaust. Oder auch nicht. Freunde, ich muss mal ganz kurz die Aufnahme abbrechen. Ich gehe mal in Deckung. So. Bis gleich. Na gut, Freunde, es kann weitergehen. Nachladen. Na, wo seid ihr? Da. Autsch. Freigelegten Schacht einen Sprengsatz anbringen. Was?
gefällt mir aber noch weniger. Na los, klettere den Zentralturm hoch. Kannst du dort eine Granate? Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Du hast sie gehört. Geh auf den Turm und wirf eine Granate in den Schacht. Ja, ihr seid lustig, ey. Ganz ehrlich, ihr müsst euch ja nicht mit diesen Robotern ärgern. Gezündet. Kane, hat es funktioniert? Ja, Zentralkern ist bei 66%. Okay. Bin dabei, Kühlturm 2 zu öffnen. Schnell, Kane, ich werde hier überrannt. Alter, der kam ja aus nichts. Bin dabei, Kühlturm 2 zu öffnen. Schnell, Kane! Ich werde hier überrannt! Ihr habt echt gut reden, ihr müsst euch nicht mit diesen blöden Mistviechern rumärgern. Okay. So.
hochkommen. Kühlturm 3 freigelegt. Roboter, wir rennen meine Position. Ich will wieder explodieren. Was ist das? Überhaupt schmeckt. Hier ist nicht kalt. Henry wurde getötet. Nein! Arbeite an Turm 3. Keine Wahl, Hendrix. Die Kette ist machtlos gegen die Wärme ihres Herzens. Geh auf den Turm. Können Sie es hören? Na komm, ey, ihr Blechmaschinen. Hören Sie, wie es langsamer wird. Alles langsam. Wirf eine Granate hinein. Wir müssen den Upload stoppen. Sie haben die Kontrolle. Ach du Scheiße. Freunde. Alter Schwede. Wir dürfen ihn nicht verlieren, Hendrix. Du musst dich verbinden und alle Daten von seinem DNI ziehen. Das wird sein verdammtes Hirn rösten. Ich weiß. Das glaube ich nicht. Ich kenne ihn. Ich habe mit ihm gekämpft. Er sollte nicht so sterben müssen. Es tut mir leid. Das ist okay, Hendrix. Ich kann ihn sehen. Scheiße! Kane, hast du das gehört? Was gehört? Was hast du gesehen, Hendrix? Hast du was bekommen? Hendrix! Taylor sucht nach zwei Überlebenden des Coalescence-Desasters. Er hat Singapur verlassen. Wie hat er das denn angestellt? Man gewinnt neue Freunde, wenn man sein Land verrät. Mist. Wir werden von oben angegriffen. Es sind die Immortals. Sind Sie dort unten? Die, die meinen Bruder töteten? Ja, ja. Meine Männer gehen rein. Haben wir die Standorte der CIA-Unterschlüpfe erhalten? Ja, Madame. Flutet es. Meine Männer sind noch unten. Jagt es hoch! Was zur Hölle war das? Klingt nach Taylors neuen Freund. Hendrix, aber in der ganzen Anlage gab es mehrere Explosionen. Verschwindet sofort! Du hast sie gehört! Verschwinden wir von hier! Überwachungsdrohne zeigt 54 Immortals auf der Oberfläche an. Sie sprengen das Gebäude, um euch zu ertränken. Geh da durch! Wir haben keine Zeit mehr! Halt auf.
Überlebenden. Wir müssen wissen, wen Taylor eigentlich sucht. Ich scanne Hendricks Datenübertragung. Das dauert nur ein paar Minuten. Kane, ich hoffe, du hast einen Plan, weil wir hier gleich ersaufen. Okay, ich helfe euch. Öffne die Tür und flute das Labor. Was? Bist du irre? Nicht, wenn das klappt. Eure Lungen sollten mehr als genug Luft haben, um zur Oberfläche zu gelangen. Okay, aber wenn das schief geht, werde ich dich heimsuchen, Kane. Mist, sie klemmt. Muss Türsystem überbrücken. Schütze mich. Von da oder von nur noch ein paar Sekunden. Da. Okay, von da. Hier raus! Hier bricht alles zusammen! Hilf mir mal! Was jetzt, Kane? Über dir! Ich markiere dein Hub, Hendricks! Autsch! Sprengt die Tür! Der Wasserdruck wird euch direkt aus dem Silo schleudern! Zu mir! Sobald ich die Tür sprenge, wird uns der Druck hier rausspülen! Ja, dann aber mal Z. Autsch! Ich bin gleich tot. Ja, dann spring die Tür, verdammt! Autsch! Ich glaube ja. Oh mein Gott. Okay, bleib hinter mir. Wir sind noch nicht raus. Achtung, da kommt ein Schwarm von Wasserbomben auf euch zu. Haltet Abstand. Es führt kein Weg drumherum. Wir müssen die Bomben ausschalten. Die Brücke stürzt ein! Aus dem Weg! Das okay, sagst du aber ziemlich. Wir sind noch nicht raus. Freund. Achtung, da kommt ein Schwarm von Wasserbomben auf euch zu. Haltet Abstand. Es führt kein Weg drum um. Wir müssen die Bomben aushalten. Okay, ich muss aber dahin schwimmen. Autsch, das war gemein. Die Brücke stürzt ein! Aus dem Weg! Wartet, etwas stört meine Verbindung. Wo bin ich denn? Wir haben ein ernstes Problem. Dein Sauerstoff hält stetig. Du musst schneller schwimmen. Okay, ich bin unterwegs. Dein Sauerstoff ist kritisch. Du musst schneller schwimmen. Ich komme hier nicht mehr. Ich hänge irgendwo fest. Los, los, los! Mein Gott. Autsch. Komm schon. Jawoll. Pack zu. Wieso ist der? Ja, oben als ich. Ach.
okay? Alles klar. Kane! Kane! Das ist übel. Diaz hat die Positionen aller CIA-Unterschlüpfe auf der Welt verraten. Diesen eingeschlossen. Die Überwachungsdrohne bestätigt. Die Immortals sind bereits hierher unterwegs. Wir können sie nicht aufhalten. Verschwindet aus Singapur. Halte durch, Kane. Wir holen dich da raus. Tja, dann wird das jetzt wohl eine Befreiungsmission, was? Naja, aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Aufnahme. Denn wir haben schon noch 10 Uhr und ich muss heute Abend höchstwahrscheinlich wieder arbeiten. Ich bin mir da aber noch nicht so hundertprozentig sicher. Deswegen, auf Level 9 sind wir schon. Perfekt. Level 9. Läuft. Darüber wird nicht diskutiert. Nicht? Du weißt schon, dass sie wollen, dass wir sie suchen. Sie wollen, dass wir die Konsequenzen unserer Handlungen sehen. Was ist das? Das sind nicht wir, Hendrix. Was immer sie tun, ist ihre Schuld. Ach, Sammelstücke. Okay. Wow, habe ich aber viele. Okay. Naja, Freunde, ich werde die Aufnahme jetzt hier abbrechen und dann mal ins Bett verschwinden. Holla, die Waldfee. Schön, schön. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Macht was draus. Und ja, wir sehen uns definitiv in der nächsten Aufnahme wieder. Ich hoffe mal, dass das alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle. Ich habe nämlich die Videoeinstellung oder die visuelle Grafikeinstellung auf Full HD geändert von 4K runter, damit keine Ränder mehr entstehen. Das werde ich jetzt auch bei allen Spielen machen, nicht nur bei dem hier. Und dann wollen wir mal weiter schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ob das wieder im Vollbildmodus erscheint. Und dann, ja. Also, haltet die Ohren steif, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.